geht's dir so, Marco? Und das Wetter? Hm? Ein bisschen Kopfschmerzen von der Umstellung oder den Mondphasen? Ja, der Familie geht's gut, ja. Auch der Strebergarten, Corona, läuft. Komm, Masken halt hier und da, aber in meinem Strebergarten, da trage ich die eigentlich nicht. Oh, endlich so gutes Game. Jetzt komm ich! Alter! Ich begrüße euch. Ich habe mal eine Frage an dich. Hatte das da vorne läuft's. Ihr kennt bei dir? Den Song von der Kelis, oder? Was? My milkshake brings all the boys to the yard. Ja. Denk, ist doch von Peter Griffin. Denk, die traut sich heutzutage jetzt, wo die vielleicht Familie hat und so, keine Milkshakes mehr zu machen, weil dann immer so die Typen auf den Rasen lurken bei ihr vorm Haus. Nee. Das ist schade. Ah, guck mal, cool. Ich muss Sascha, mich bewegen. Genau, du bist jetzt bitte Pedestrian. Du kannst ein Typ sein oder ein Mädel. Ich bin natürlich eine Tussi. Wir sind immer eine Tussi. Geil. Ist ja witzig. Kennst du es nicht? Ja, cool. Ja, das ist cool. Das freut mich, dass ihr es nicht kennt, weil dann macht das alles noch ein bisschen interessanter. Ja, witzig. Es ist ein kleines Rätselspiel. Ein kleiner Rätsler von nicht Ubisoft, Gott sei Dank. Oben steht, was du machen musst. Um den Fernseher zeigt, wird dir angezeigt. Ja. Ja. Cool. Verstehst? Jetzt kannst du durch die Türe gehen. Die Türe ist offen. Aber denke nicht, dass es ein einfaches Spiel wird. Du wirst deinen Verstand gebrauchen. Welchen Verstand? Dem, von dem du nichts verstandst. Ah, okay, cool. Das Bluetooth beeinflusst mein Penischakra. Wow. Kann ich Double Sprung? Nein. Double Sprung? Oh, ich bin so doof. Eigentlich ist es nicht schwer, aber muss ich ein bisschen gewöhnen an die Steuerung. Mhm. Ja, kreativ. Cool, gell? Es gibt bei Game 2 habe ich mal gesehen und dachte, boah, das wäre was richtig Geiles für den Circus. Ja. Nee, warte, was muss ich jetzt machen? Dreieck. Ah, mit Dreieck gehe ich raus, okay. Du kannst die Schilder auch verdrehen. Tap mal ein Schild an. Ach ja, gell, ich dachte, dieses Zeichen muss das. Ich dachte, was das noch bedeuten könnte. Jetzt weißt du es. Du musst die Dinger aber nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Du musst nur die Türen halt schaffen. Der Doppelpfeil zeigt an, wo du hin musst. Also, dass du da raus kannst. Okay. Es muss also zum Doppelpfeil hin. Aber ich brauche bestimmt das dritte hier auch noch, sonst wäre es wahrscheinlich nicht da. Genau, so und dann. So, obwohl, mit Sascha Rätsel spielen ist nie so gut. Du kannst mich mal. Ich weiß auch, wo wir Inside gespielt haben, wo du eine Million Jahre gebraucht hast, um das eine Rätsel rauszuholen. Warte, und saß da und dachte so, Alter. Dreieck? Und du musst, glaube ich, alles. Oder? Nee. Das muss näher zusammen, oder? Nein, das muss nicht näher zusammen. Das muss halt von der einen Tür noch zur anderen kommen. Die ist zu. Ja, ganz ruhig. Die ist zu! Hast du es nicht verstanden? Ich mach's gleich selber. Warte, das Level noch. Cool. Jetzt hat es. Ich habe es ein bisschen edler gelöst bei meinem ersten Run, aber das ist auch okay. Und gewesen. Natürlich viermal so schnell. Ja, nicht viermal, aber vielleicht dreieinhalb Mal. Wie würden die dich denn nennen, wenn du ein Superheld wärst? Arroganto oder Arrogantus? Hä? Nee. Ja, cool. Mit einer Leiter ist ja witzig. Wie man dich nennen würde als Superheld? Ja. Dr. Arroganto? Ich wäre Gönnerlott. Das wäre auch eine Idee, aber ich denke nicht. Oder ich probiere es und habe es nicht probiert. Gönnerlott oder auch... Gönnerlott? Schatz. Sir Gönnerlott? Del Quattro. Del Quattro. Einfach weiterlaufen. Okay, ich dachte mal so ein Fernsehbild. Ja, eben. Da habe ich auch gedacht. Ja, nee. Und ich dachte mir, weil mir das ja viel schneller eingefallen ist, bis dir das jetzt einfällt, sage ich es dir lieber schnell. Sag's lieber gleich, weil das bringt eh nichts dazu. Wir wissen, wir sind Zuschauer und die denken dann nur so, oh nee. Die Faxen übel rum. Da habe ich die Faxen dicke. Dann brauchen wir erstmal eine Faxe. Und wie heißt das Game nochmal? The Pedestrian. Okay. Das würde ich ihm Josef zeigen, das wird ihm bestimmt gefallen.
Ja, was ist ein Jamiroquai? Und Jesus kam ins Grab und sagte, ich möchte gerne mit guck mal, dir. Wie ich so guck. Ach, wenn ich Dreieck drücke, okay, im Kreis nehme ich ihn auf. Was denn? Geil. Hä? Was? Der war so komisch in der Luft. Verlaberst du? Ey! Verlaberst du? Oh, mach schneller, Alter. Das klang... Was seid ihr für Spacken? Macht's doch mal selber. Ich hab schon selber gemacht. Darf der Marco gleich mal hier. Ja, das nächste Level macht der Marco. Die nächste Folge macht der Marco. Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich immer so weitergehen. Es gibt keine... Ach, hä? Hä? Da hoch komme ich nimmer. Ja, du kannst ja mehrere Sachen. Die Tür muss irgendwie... Ach ja, klar, ich muss erst verbinden. Ist der dumm. Und dämlich. Dumm und dämlich. Du kannst das Rätsel auch einfach komplett lösen und dann in einem Durchgang machen, ne? Ich weiß, aber ich mach's halt so. Ja, aber das finde ich übel ätzend und anstrengend. Und ich würde sagen, like doch mal, wenn ihr das übel ätzend und anstrengend findet. Und subscribe, und wenn ihr es richtig zum Kotzen findet. Ja, oder unsubscribed. Ihr könnt auch erst subscriben, falls ihr noch nicht subscribed habt, und dann unsubscriben, um uns zu zeigen. Ja, und uns zu ärgern, weil dann steht dann so, ihr habt 10 neue Abonnenten, und wir so, ja, und dann so, sofort wieder, wieder doch keine. Was will ich haben? Vor allem beim ersten Teil, du klickst an und dann hast du die Abonnenten drauf, und dann aber das nächste Mal, wenn du dich einloggst, sind wieder alle weg, plus einer mehr. Das macht er nicht, ne? Doch, natürlich. Nee, dann muss ich ein Stück. Nee, es muss nicht unbedingt höher. Du kannst, es muss einfach... Ich will das einfach ein bisschen... Genau, weit genug weg sein. So. Genau, da geht's. Das ist ja immer ein Stück. Das wird dir nachher zum Verhängnis. Sehen wir noch, was mir zum Verhängnis wird. Achso. Siehst du, das meine ich. Erst alles verbinden und dann laufen. Das macht mehr Sinn. Französisches Niesen. Das ist wie Französisch. Beim Schlafen. François! Ah, François, c'est ça, Robert Dazel. C'est heureux. Rapatapai, Ratatouille Baron. Michael Badé. Bin ich wieder an den Anfang gesetzt worden? Nee, oder? Ja, doch. Warum? Weil ich die Verbindung getrennt hatte? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, er wird zum Verhängnis werden. Da muss ich. Warte mal, wie mache ich es denn jetzt? Jetzt muss ich. So. I want to sex you up. Da muss ich rüber, dann gehe ich runter. Dann gehe ich von hier nach da. So. So. Ich kann ja nicht. Das war super. Ich hab's voll komplex. Ich dachte, ich muss nochmal wieder neue Teile. Das wäre ja auch möglich gewesen. Der Sascha, ich gebe dir kurz einen Lyrics und du musst. Ja, machen wir nächste Folge. Raten. Warte, nächste Folge, ja, ja, ne, oder wir machen es am Ende jetzt, warte. Ja, gut, dann, Marco, was hier, du darfst. Also hör zu. Was ist von wem ist stammt folgender Text? Blinker rechts wegen Polizei. Polizei. Fahr allein, du bist nicht dabei. Nicht dabei. Ich weiß nicht. Heize durch Gespenster durch. Die schöne nicht. Zeit liegt hinter mir. Wie heißen sie nochmal die zwei? Durch die Wüste, Baby. Ich fahre SUV. Ja. Such eine Oase, Baby. Also ich Hof, glaub, das ist nur eine Phase, Baby. Ey, yeah. Drück auf 200 und denk an dich. K4 irgendwas? Genau, K4 hier und Kluche. und was denn? Wir sind heute Cave oder irgendwie sowas, gell? Da gab es auch so ein... Ja, das haben wir doch nachgeguckt. Feierlaune oder ja, Feierlaune war es doch, oder wir sowas? Wir sind heute Cave.
Kennst du das, Marco? Nee.